Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Midwear87 und wir sind wieder bei unserem Guide 10 Minuten leicht gemacht. Heute habe ich den Fall und den Feel dabei. Hi. Hallo. Und wir wollen uns heute einen Megalocerus nehmen. Das ist dieses lustige Elchviech, was da hinten rumläuft. Und wir wollen nicht lange drum rumreden, wir fangen gleich an. Der Fall, der hat seine Bola heute dabei. Und der wird uns das Tier gleich bolern. Und wir werden dann den betäuben. Der wird übrigens mit dem Simply Kibble gezähmt. Das haben wir auch dabei. Oh, ja, daneben geschossen. Der ist schon gebolert. Gleich drauf. Und ein Pfeil und er liegt. Ja, gut, bei der Armbrust. An der Stelle nochmal danke an Krulli für die wundervolle Armbrust. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir hier einen wilden männlichen Megalocerops, Level 135. Als erstes packen wir gleich erstmal unser Simply Kibble in den Reihen. Ja, der wird mit dem Simply Kibble gezähmt. Wie er das herstellt. Wir haben unsere Kibbel-Videos. Ich packe euch die nochmal in die Infobox. Könnt da reingucken, falls ihr da irgendwie Hilfe braucht. Dann packen wir auch gleich im nächsten Atemzug das Narkotik rein. Und dann warten wir mal ab. Die beiden Jungs laufen hier rum und halten mir den Rücken frei, weil wir sind hier mitten in der Nacht. Und ich habe so ein bisschen Angst vor Troodons, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so ein bisschen beängstigend. So, dann warten wir jetzt, bis er gleich das erste Mal frisst, der Megalocerops. Wir sagen jetzt einfach ich dazu, ist am sinnvollsten. Ne? Im Schnitt fressen die ja, wenn sie 80 Einheiten von ihrer Hauptnahrung runter haben. Also er hat 3000, wir sind bei 2955. 30 doch und dann hat er seine Nahrung so weit runter und dann wird er das erste Mal fressen und dann sehen wir auch, wie lange wir dafür noch brauchen. Aber was kann der Megalocerops? Also der Megalocerops, Elch an der Stelle, ist perfekter Strohfarmer. Ihr werdet das gleich sehen. Wir haben den Sattel dabei. Ne, das wird euch, denke ich mal, recht gefallen, weil ständig mit der Spitzhacke durch die Gegend laufen, auf die Bäume einschlagen zum Strohfarmen. Das wird irgendwann auch ziemlich ermüdend. Und mit dem geht das recht schnell. Den gibt es auch, wie fast jedes Tier im Ark, in zwei Ausfertigungen, und zwar männlich und weiblich. Das Weibliche läuft hier rum in der Nähe. Kann ich dir Das zeigen. Weibliche läuft da gerade rum, sagt der Fall. Gucken wir mal kurz. Wo ist der Fall? Der Fall? Hinter dir? Hinter dir. Hinter mir. Da, ach da. Mensch des Kindes. Da ist das Weibliche. Und ihr seht, das Weibliche, das zeigen wir euch jetzt ganz schnell. Der Fiedel passt bestimmt ein bisschen auf unseren Elch da hinten kurz auf. Das Weibliche hat keine Hörner. Ne? Also wie im Real Life, ne? Männlicher Elchhörner, weiblicher Elch, keine Hörner. Ne? Ist auch nur ein ganz Low Level, Level 15. Den wollen wir jetzt auch nicht tun. Wir gucken mal, was unser Elch macht. Wo ist er denn jetzt? Da hinten liegt er. So, der müsste bestimmt jetzt schon langsam mal was gefuttert haben. Und er hat auch schon gefressen. Wir haben eine Effektivität von 100%, kriegen plus 67 Level. Das ist natürlich eine harte Nuss, wenn man bedenkt, dass schon bei Level 135 ist. Zähmung 25,8%. Das wird einen kleinen Moment dauern, hier die ganze Geschichte. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es fast soweit ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Der Megalocerops, also unser kleiner Elch, ist jetzt schon bei 77,4%. Und wenn er jetzt gleich noch einmal isst, dann haben wir ihn auch schon gezähmt. Wir gucken nochmal kurz rein. 2954 hat er schon von 3000. Also haben wir es auch gleich geschafft. So, das ist jetzt nur ein kleiner Moment noch. Und wir haben uns den Megalocerus gezähmt. Wir lassen den beim Namen so. Ne? Warum großartig irgendwelche Namen geben? Ne? Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und zwar haben wir auch sogar schon einen Sattel dabei. Den setzen wir dem gleich erstmal auf, den Megalocerus-Sattel. Und wir gucken gleich nochmal kurz, was wir dafür brauchen. Da ist er, um den zu bauen. So, und zwar wird der ab Level 30 gebaut. Ihr benötigt dafür 110 Fasern, 200 Leder, 5 Metallbrauen und 20 Engelpunkte. Und die ganze Geschichte wird in der Werkbank hergestellt. Dann werden wir uns jetzt mal auf das Viech draufsetzen. Hat natürlich so ein bisschen was von Weihnachten. Ne? Also, so eine Glocke um Hals fehlt noch, oder voll? Ja, aber zu Weihnachten gibt es ja Skins für die Viecher. Das sieht wirklich aus wie ein Rentier. Ehrlich? Echt? Also, Ja, hast du Rudi. jawohl. Also, ihr merkt schon, der hat richtig Speed. Es ist leider nur ein Einsitzer, wir sind jetzt ganz cool. So als Attacke hat er da auch so ein bisschen was gemacht. Dann können wir den Parasaurus hier mal so ein bisschen angiften. Guck mal, der macht den auch gleich drei Hiebe und der mäht den um. Das ist schon Hammer. Und wie gesagt, das ist der perfekte Strohfarmer. Ne? Er färbt
Jetzt 21 Stroh, 52. Na, er mäht die Bäume förmlich um. Holz kommt natürlich jetzt nicht so viel dabei raus, seht ihr schon. Aber zum Strohfarm ist er toll. Und ja, ja gut, hüpfen kann er auch gut. Ach, schon fast was von einem Rentier so. Fliegen so. Wuhu, Rudolf, gib alles. Hey. So. Das ist er. Der Elch vom Ark. Der Ark vom Elch. Der Elch-Ark. Oh mein Gott. Der Megalizirus. Eins von beiden, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch noch oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Team-Video. Macht's gut. Ciao.